Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 29. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema mit einem ganz interessanten Studiogast. Sie wissen, das ist interessant, sage ich irgendwie oft, aber ich glaube, das passt ganz gut. Heute bei mir im Studio Elke Mitterer, klinische Psychologin, Arbeitspsychologin, Gesundheitspsychologin. Wir haben am Anfang darüber geredet, wie soll ich sie denn vorstellen? Sie hat gesagt, am Auto hat sie oben Krisenmanagerin. Passt das für die Elke? Oder wie würdest du dir denn selber vorstellen? Ja, Krisenmanagerin passt eigentlich für mich am besten, weil ich eigentlich immer bei den Leuten in den Krisen da bin und ich will auch für die Leute in den Krisen da sein und sie dann unterstützen, wenn es einmal schwierig wird und wenn einmal kein Licht für sie scheint und sie glauben, es scheint keines. Und wenn ich sie dann da unterstützen kann, wieder mit ihren Ressourcen, mit ihren Möglichkeiten, ja, eigentlich passt das ganz gut. Okay, also Krisenmanagerin. Von dem her dann auch ganz spannend, dass wir uns ja heute auf das Thema geeinigt haben, Zufriedenheit und Sinn. Bin ich schon gespannt, wo es uns dahin führt, ja. Meine Damen und Herren, bevor wir auf den existenziellen Steckbrief eingehen, wie Sie es gewohnt sind, zuerst noch, Elke, das Anfangslied, was wir gespielt haben. Was war denn das bitte? Der Bolero. Und ich finde den recht passend für mich, weil ich denke, ich bin ein ziemliches Energiebündel. Und will eigentlich immer recht viel bewegen und weiterbringen. Und ja, und da den Rhythmus, der da ist, dass man eine Struktur braucht und immer im Rhythmus bleibt, in seinem eigenen Rhythmus. Da braucht man einen Rhythmus von außen. Wenn Sie das nachhören wollen, meine Damen und Herren, von Rondo Veneziano wäre das und der Titel eben, wie gesagt, Bolero. Fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, dass Sie, wenn Sie diese Sendung nachhören, entweder auf YouTube, iTunes oder auf der CBA-Datenbank, das Ganze nur ohne Musik hören können. Sie wissen, aufgrund von Copyright-Problematiken ist es mir nicht möglich, die Musik mit auszustrahlen. Allerdings, wenn Sie live hören, ja, schön, dass Sie live hören, vielleicht das nächste Mal für alle, die es live hören wollen, jeden ersten Donnerstag im Monat und in Wiederholung jeden zweiten Montag. Am Montag von 10 bis 11 Uhr und Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Ja, wie war nochmal der Name bitte? Elke Mitterer. Und geboren? Geboren bin ich als Zwilling von einem engagierten und fürsorgenden Vater und einer liebevoll umsorgenden Mutter im Sommer. Im Sommer? Ich bin ein Sommerkind, ja. Na schön. Gern in der Sonne. Und lass auch gern für die Leute die Sonne scheinen wieder. Elke, aufgewachsen, was fällt dir denn da dazu ein? Aufgewachsen bin ich in Innsbruck und sehr in einer Familie, in einer intakten Familie. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter daheim war und sich sehr um die Kinder kümmern hat können. Ich habe noch einen Bruder und es war meinem Vater recht wichtig. Und wenn ich so zurückdenke, wie du mich gefragt hast, was ist so zentral für meine Kindheit, ist mir eigentlich bewusst worden, wie wohlbehütet ich eigentlich aufwachsen habe können und wie intensiv das Familienleben bei uns war. Es war immer jemand daheim und es ist großen Wert drauf gelegt, dass wir gemeinsame Zeit verbringen haben können. Also das waren so die zentralen Werte, wie du sagst, oder? Die Gemeinsamkeit mit der Familie. Und gemeinsam Mittagessen, ich kann mich da erinnern, meine Mutter, also den größten Teil natürlich hat es Ausnahmen gegeben, dass sie mal Mittag nicht daheim war, aber ich kann mich erinnern, Mittag ist mein Vater heimgekommen, dann ist ein Kind heimgekommen, dann um eins, das zweite um zwei, bis sie dann eigentlich in wirklich wieder ihre Arbeit, ihr Haushalt machen können, war die eigentlich von 11 bis 3, 4 Nachmittag nur in der Küche, weil sie eigentlich für jeden, beim Mittagstisch sitzen geblieben ist und
egal wann jemand heimgekommen ist, sie ist da gesessen und hat sich Zeit genommen und zugehört und man hat ja alles einfach reden können. Und dann, so nach der Kindheit, wie ist denn das dann weitergegangen? Ja, ich war dann, bei uns war schon ziemlich das traditionelle Familienleben, Vater arbeiten, mehrere Job und die Mutter eben daheim. Und das war schon sehr prägend. Und trotzdem habe ich dann auf einmal gesagt, ich will aber Matura machen. Ich will studieren und ich will meinen Weg gehen und nicht gleich Kinder kriegen. Es war dann etwas schwieriger, war bei teilweise eine schwierige Zeit, weil da einfach das Weltverständnis in der Familie ein anderes war. Aber ich habe es durchgelaufen. Und ja, ich habe dann zwar nicht gleich Psychologie studiert, sondern zuerst einmal Volkswirtschaft. Und trotzdem habe ich dann Arbeiten angefangen in einer Sozialversicherung, habe aber dort auch die Möglichkeit gehabt, für Leute da zu sein, präventiv da zu sein. Also ich bin nie ganz wirklich mit dem Krankheitsmodell, das unsere Krankenkasse oder unsere Gesellschaft vertritt, klargekommen. Auch damals nicht als Sozialversicherungsangestellte, dass immer nur dann Leistungen bezahlt werden, wenn quasi schon ziemlich hakt und Krankheit da ist. Und ich habe mich damals schon für Leute eingesetzt, die Probleme haben und dass sie Leistungen bezahlt kriegen im Rahmen der Möglichkeiten der Krankenkasse. Ich war natürlich bei einer kleinen Krankenkasse und ich habe einen sehr verständnisvollen Krankenversicherungsdirektor gehabt. Mit dem habe ich es ganz gut kennen und der hat mir dann viele Dinge ermöglicht, dass Leute etwas bezahlt kriegen, wo sie wirklich dann vielleicht später Depressionen oder ja, Beeinträchtigungen gehabt hätten, wenn sie es nicht präventiv erhalten hätten. Und das war eigentlich für mich immer, ja, Menschen helfen, Menschen wieder Lachen ins Gesicht zu zaubern, das war damals für mich schon extrem wichtig. Nach 8 Jahren dort habe ich meine gesunde Tochter geboren. Vereinbarkeit von Beruf und Familie war damals noch nicht so groß gegeben. Es war recht schwierig damals noch. Und daher war eigentlich dann die Entscheidung, ich bleibe mal daheim. War auch bei meiner Tochter daheim und habe dann wieder studieren angefangen. Und es war für mich ganz wichtig, einfach für mich selber was zu tun. War für mich noch gar nicht so essentiell, dass ich jetzt wirklich das Studium dann ausübe oder den Beruf dann ausübe, sondern im Vordergrund ist gestanden, mal für mich was zu tun, weil es mich interessiert hat, wie ticken die Menschen und wie kann man Menschen helfen, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Und wieso dann zuerst Volkswirtschaft? Ja, das war eher familiärtechnisch geprägt. Okay. Ich bin ja absolut keine wirkliche Wirtschaftlerin. Mhm. Das war, ja, wenn hat ja das für meinen Vater was Gescheites sein müssen und was ist was Gescheites, das ist die Wirtschaft lernen. Und ich war dann auch damals kurz einmal in Frankfurt bei einer Werbeagentur. Ja, ich war vielleicht auch noch ziemlich unausgereift und dann ist eigentlich, nimmt man das Studium, was halt alle irgendwie studieren oder wo halt, wo die Familie meint, man könnte da die besten Möglichkeiten haben. Aber es war nicht wirklich das, was mich wirklich interessiert hat. Und ich habe es ja damals abgebrochen, weil mein Vater ja so schwer krank geworden ist und Studium arbeiten war dann und die Pflege oder Dasein für meinen Vater, der dann für uns ja nicht mehr da sein hat können, aber für ihn, war für mich einfach wichtig. Ja, sagen wir so, das Studium war für mich nicht mehr wichtig. Mhm. Und dadurch habe ich das Studium dann lassen und habe dann mich konzentriert auf meine Mama und meinen Vater, den da während der Krankheit zu unterstützen und natürlich arbeiten habe ich halt noch meine Arbeit ausführen müssen. Okay. Und erst dann in der Karenz quasi, so wie ja, du gesagt genau. Hast, da ist dann die Psychologie als Thema ins Spiel gekommen, als Studienthema. Genau. Mhm. Und einfach, wie kann ich Leute unterstützen? Was hält jemand gesund? Ich war natürlich auch familiär. Ich meine, du merkst einfach bei mir, kommt immer das Wort familiär. Und sehr, ich bin da sicher sehr geprägt. Gell? Und mein Vater war ja ÖBB-Angestellter und Lokführer. Und da war das Thema immer die Suizidenten auf der Schiene und dramatische Lebensereignisse für Lokführer. Und wie kann man sich da gesund halten und wie überlebt. Besteht oder wie bewältigt jemand so dramatische Situationen, Naturereignisse auf der Schiene,
wissen oder zu sehen, dass eigentlich etwas Dramatisches auf einen zukommt und hilflos ausgeliefert zu sein. Man kann ja nichts mehr tun. Der Zug fährt und hat einen hohen Bremsweg und man kann leider nur zuschauen und abwarten. Und da wird der Lokführer vom Opfer zum Täter quasi und er fühlt sich auch dementsprechend. Und das war auch immer wieder Thema bei uns in der Familie. Mein Bruder ist auch Lokführer und irgendwie war das familiär, da war ich schon sehr geprägt, sagen wir mal so. Und ich habe auch meine Diplomarbeit dann zu dem Thema ja gemacht. Was seien eben die Mittel und Wege, dass jemand aus einer schweren Belastung wieder rauskommt? Wie kann er sich gesund halten? Was macht es denn aus? Weil gerade ist ja ein männerdominierter Beruf, gerade damals noch gewesen. Und Männer reden ja ganz wenig. Und Schwächen darf ja man gar nicht zeigen. Das muss man ja alles mit sich ausmachen. Und man muss ja der Starke sein. Dann wird maximal ein Bierchen trinken. Und vergiss dabei, aber dass die Probleme im Schwimmen können. Und eben nicht mit dem Alkohol runtergeschwänzt werden. Und da hat es mich einfach interessieren angefangen, was machen die anderen, die wirklich gesund und fit und dann eben nicht Alkohol trinken. Mhm. Dadurch dieser Fokus auf den Gesundheitsaspekt, oder? Genau. Mhm. Also weg von dem, ich muss die Situationen minimieren, weil gerade, jetzt sage ich mal, in der Arbeitswelt, wie jetzt gerade bei der ÖBB, kann man bestimmte Situationen nicht wegschaffen. Manche Belastungen sind einfach part of the job. Es gehören einfach dazu und die werden halt immer Risiken da sein, die man nicht beseitigen kann. Beim besten Willen von jedem Arbeitgeber, beim besten Willen von jeder Arbeitspsychologin oder Psychologen, von jedem Unterstützer, die sind einfach gegeben. Aber es geht halt darum, wie kann ich den Menschen Unterstützung geben, dass eben genau diese Dinge trotz allem gut bewältigen kann, trotz allem sich gesund halten kann und trotz allem vielleicht eben auch zufrieden sein kann und glückliche Momente auch in seinem Job erleben kann, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Bist du dann nach deinem Studium in diesem Bereich geblieben? Betreuung von Lokführer? Nein. Bin ich nicht drinnen geblieben. Also es war für mich interessant, die Diplomarbeit zu machen und bin dann während meiner Ausbildung zur klinischen und Gesundheitspsychologin, du weißt schon, wir brauchen ja ganz einen Haufen Stunden, um das zu bewältigen, bin ich einmal in ein Kinderheim und habe dort meine Praktikumstunden gemacht. Und da waren auch wieder Kinder, die nicht die glückliche Erfahrung haben machen können, ein intaktes Familienleben gehabt zu haben und ganz schwierige Zeiten durchlebt haben. Das war für mich auch irrsinnig interessant, was brauchen da wieder die Kinder. Und da passt jetzt auch wieder der Bolero hin, die Struktur einfach, das Regelmäßige, so wie es im Bolero ist, so dann immer wieder das Wiederkehrende. Das war eigentlich ja die Faszination, dass dann die Jugendlichen oder Kinder gut mitschwingen können, wenn sie Rituale haben, auch wenn es schwierig ist. Und jemand, der ihm zuhört, jemand, der da ist für ihn. Und jetzt aktuell die Tätigkeitsbereiche, wo du tätig bist. Ich weiß, du machst schon die Erhebung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, oder? So, das ist ein arbeitspsychologischen Schwerpunkt. Mhm. Hast du dir gewidmet? Wie können wir uns das sonst so vorstellen? Was machst du, dass der nicht langweilig ist im Arbeitsleben zurzeit? Ich kann mir vorstellen, vielfältig, aber in was für Bereichen bist du beschäftigt? Stimmt, ich bin jetzt ganz viel immer wieder in Firmen für die Evaluierung der psychischen Belastungen. Da geht es aber eben genau auch wieder um den Bereich, den ich heute schon angesprochen habe, um Belastungen, die quasi nicht notwendig sind, dass sie da sind. Also Belastungen, die man wegschauen kann, dass man sie reduzieren kann und den Menschen wirklich dann ein gutes Umfeld, gute Rahmenbedingungen zu geben. Aber man muss auch erkennen, dass es eben Belastungen gibt, die man einfach nicht beseitigen kann, weil einfach das zum Job dazugehört. Also es geht wieder ganz stark um Stressbewältigung und obwohl das jetzt in der Arbeitswelt nicht wirklich passt, weil da geht es ja um die Belastungen, aber nachvollziehen, einfach zu schauen, wie kann der Mensch wirklich sich gesund halten, welche Bedingungen braucht er, dass er lang arbeitsfähig ist, dass er lang im Arbeitsprozess drinnen bleiben kann. Und genauso in Patienten, die zu mir in die Privatpraxis kommen, geht es auch darum, welche Rahmenbedingungen haben die Menschen
Und welche Ressourcen und Stärken haben die Menschen, damit man sie da raus, gut rausholen kann und die wieder fördern kann, damit sie in ihren Rahmenbedingungen wirklich gut und zufrieden leben können. Und im Auftrag der Jugendwohlfahrt sehen sie eben auch die massiven Krisen, wo die Leute einfach im Moment kein Licht sehen und ihnen da wieder gute Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Also für mich geht es eigentlich immer um zu schauen, welche Rahmenbedingungen hat jemand und die optimalen Ressourcen herauszuholen und jedes Einzelnen die Stärken zu trainieren, die für ihn da sind und damit er eben seine Lebensqualität wiedergewinnt. Elke, bevor wir vielleicht nochmal Musik einspielen und dann näher auf das Thema noch eingehen, abschließend zum existenziellen Steckbrief, was machst denn du gern? Also hobbymäßig gehe ich gern schwimmen, wandern, auch Radl fahren. Also ich bin gern in der Natur, bewege mich gern in der Natur und die gibt mir auch irrsinnig viel Kraft. Eine Kraft, die ich dann gern einsetze wieder für Menschen, die eben Unterstützung benötigen. Ich merke, das ist dann schon für mich eine Leidenschaft. Für mich gibt es auch wieder eine Energie zurück, wenn ich merke, die lachen wieder, wo sie zuerst nur traurig sind. Also das mache ich schon gern. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich auch nicht irgendwelche Kosten hätte, die ich zahlen muss und auch nicht irgendwo einen Lebensstandard mit Geld begleichen muss, ich würde es auch ehrenamtlich machen, einfach Leuten zu helfen. Ich finde das auch eine schöne Tätigkeit, einfach jemand aus der Not zu helfen. Elke, was tät denn jetzt an dieser Stelle gut an Musik passen? Du hast ja einiges mit. Was könnte man denn jetzt einspielen? Vielleicht Let It Be von den Beatles, weil mir kommt vor, das passt eigentlich ganz gut. So, mach etwas mit Leidenschaft, love it, change it oder leave it. Einfach etwas zu tun, so wie ihr, etwas mit Begeisterung zu machen oder entweder die Situationen zu verändern oder, wenn das nicht möglich ist, die Einstellung zu den Rahmenbedingungen zu verändern. Und wenn Bart's nicht möglich ist, dann let it be, dann lass es los und widme dir die anderen Dingen, die für dich besser sind, die, wo du mehr mitschwingen kannst und wo du dein Welt- und Selbstverständnis mit den Leuten im Gleichklang bist. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Ja, willkommen zurück. Vor dem Zwischenjingle war Let It Be von den Beatles. Heute die 29. Sendung zur Überschrift Zufriedenheit und Sinn. Bei mir im Studio Elke Mittere, Krisenmanagerin. Ja, vielleicht ganz interessant, ein Sommersonnenkind, die sehr viel wandern geht, schwimmen geht, Radfahrt und. Sie hat auch selber gesagt, sie sprüht ein bisschen so vor Energie, voller Leben und möchte es gerne den verschiedenen Leuten mit auf den Weg geben. Wir haben so als Thema heute Zufriedenheit. Zufriedenheit, da habe ich gefunden in Wikipedia, in der Online-Bibliothek oder keine Ahnung, wie wir es nennen, Lexikon, so ist es, genau. Zufriedenheit ist gemäß dem Bedeutungswörterbuch des Duden innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat. Das wäre A und B wäre, mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen und Ähnliches einverstanden zu sein, nichts auszusetzen zu haben. Stimmt das, Elke? Wäre das für dich Zufriedenheit oder würdest du Zufriedenheit anders definieren? Ja, es ist sicher wichtig, zufrieden zu sein, indem ich bestimmte Dinge einmal akzeptiere, aber nicht akzeptieren im Sinne des lateinischen Gutheißen, sondern einfach annehmen, so wie es ist und alles positiv daraus zu sehen, was hat das für mich, für meine Entwicklung gebracht. Also nicht nur das Negative rauszunehmen, sondern auch, was habe ich daraus lernen können. Und da zufrieden zu sein mit eben die Gegebenheiten. Und da auf sich zu beziehen, was kann ich selber,
was brauche ich? Wir waren ja da so am Anfang beim Diskutieren vor der Sendung, wie wir es genau nennen. Es war da so Glück, war so da, es war Zufriedenheit da. Interessant ist, wenn man das Ganze ein bisschen so hinterfragt, dann hängt das ja immer irgendwie zusammen, oder? Also in fast jeder zweiten Definition von Zufriedenheit ist Glück drinnen und fast in jeder Definition von Glück geht es auch um Zufriedenheit. Wir in unserer Gesellschaft meinen ja immer, wir brauchen ständig das Glück und wir müssen ständig glücklich sein. Und es dürfen auch keine Tiefschläge da sind oder kein Live-Event, wie wir Psychologen sagen, also kritische Lebensereignisse, darf es nicht geben, quasi. Weil wir müssen immer glücklich sein und erwarten das auch immer. Und wenn wir heute die Gesellschaft anschauen, es muss alles just for fun sein und immer schneller, immer besser, immer mehr Adrenalinkick, wenn wir die Freizeitgestaltung anschauen. Und dabei ist das Leben wie eine Welle, ein Auf und ein Ab. Und ich kann nur mich glücklich fühlen, wenn ich einmal unten bin und da sehe, was ich alles habe und zufrieden immer bin mit den Dingen, die mich umgeben. Und du hast recht, es hängt irgendwie auch zusammen. Aber damit ich eben glücklich und zufrieden sein kann, braucht es auch den aktiven Gestalter. Also ich kann nicht warten, bis das Glück von anderen mir gegeben wird, von außen. Das erlebe ich auch immer ganz oft und häufig bei den Menschen um mich herum oder denen ich helfe, dass sie eigentlich immer meinen, es muss von jemand anderem kommen und es wird ganz viel abgewartet. Und ich denke, das ist auch wichtig, um eben zufrieden zu sein, muss man oder soll man sich Ziele stecken. Und die Ziele will ich aber erreichen. Also es gibt für mich nicht wirklich ein Muss, auch wenn ich es jetzt vielleicht ein paar Mal so sage, aber ein Muss gibt es nicht, sondern es gibt einen Willen, wo will ich hin, welches Ziel will ich erreichen, was ist für mich Glück, was macht mich glücklich. Es ist für dich vielleicht was anderes in deiner Lebenssituation als für mich und für einen Klienten und für die Mitarbeit in einem Betrieb. Ist die Definition Glück schon sehr unterschiedlich. Wenn wir mit 5 Leuten fragen, kriegen wir 5 Definitionen. Und daher ist wichtig, dass ich mir einfach überlege, was will ich erreichen, das übergeordnete Ziel. Und dann gemeinsam natürlich dahin zu steuern. Klar muss ich da mal in diesem Rahmen, um dieses Ziel zu erreichen, etwas tun, was vielleicht nicht so angenehm ist. Und es gibt vielleicht Tätigkeiten, das sage ich jetzt mal, nehme ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Ich will den Job haben, ich will meine Stärken einbringen, ich will einen gewissen Lebensstandard haben, ich will vielleicht meinen Kindern eine gute Ausbildung bieten können. Das macht mich glücklich, wenn ich einen schönen Urlaub machen kann. Dafür muss ich jetzt aber sicher in der Früh mal aufstehen, die Tätigkeit gut ausüben und die Rahmenbedingungen von diesen Arbeitsbedingungen akzeptieren und annehmen, damit ich eben das höher gesteckte Ziel gut erreichen kann. Interessant da. Du hast so im Vorfeld ein bisschen was drüber erzählt. Da warst du ja ganz einen interessanten Kongress. Ja, das ist der Update der positiven Psychologie mit den ganz Großen der positiven Psychologie in Berlin gewesen. Und die haben es sehr spannend und interessant gefunden, wie Seligman, Martin Seligman ist unter uns Psychologen ja der Begriff der erlernten Hilflosigkeit, der referiert hat über, was macht eben die Psyche aus. Also da geht man auch weg von dem Defizitdenken, sondern hin, dass ich die Ressourcen anschaue. Oder wer hat da noch gesprochen, der für mich sehr prägend war, vielleicht hast du selber den Vortrag damals vor Jahren beim Berufsverband der österreichischen Psychologen gehört, der Professor Huch, der damals über die positive Psychologie gesprochen hat, der war dann eben auch im Juli wieder da, hat eben auch von den Zusammenhängen gesprochen, von Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, Lebenszufriedenheit und Stärkentraining. Das heißt eben, wann bin ich zufrieden? Zufrieden kann ich dann sein, wenn ich eben meine Fähigkeit, meine Stärken einsetzen kann. Also umso mehr ich Stärken in einen Job einsetzen kann, umso mehr der Beruf, die Tätigkeit, die ich ausübe, meinen Stärken entspricht, umso zufriedener werde ich sein in dem Beruf. Und da umso mehr ich Stärken in mein Lebensumfeld einsetzen kann, umso höher erziele ich auch Lebenszufriedenheit. Sie haben es auch gemessen bei den Schülern. Also es geht immer darum,
welche Stärken lebe ich und welche kann ich einsetzen. Und wenn ich jetzt aber mal, sage ich, den einen oder anderen Hörer so seine Stärken abhanden gekommen sind, oder? Wenn der eine oder die andere so überlegt, was sind denn meine Stärken? Und dadurch, dass wir ganz, ganz viel negativ defizitorientiert sind, könnte es ganz leicht sein, über Schwächen, da können wir gleich einmal 100 aufzählen. Richtig. Stärken, erstens einmal, darf ich überhaupt sagen, da ist meine Stärke? Klingt das dann zu eingebildet, zu egoistisch, zu stolz? Ja? Genau. Was würdest du denn da den Hörer, Hörerinnen mit auf den Weg geben? Wie kommt man wieder so zu den eigenen Stärken? Mal zu überlegen, was mache ich gern? Wo gehe ich auf? Wie es formuliert werden, im Flow zu sein? Und wo bin ich wirklich in meiner Leidenschaft? Was tue ich gern? Du hast mich zuerst gefragt, was tue ich gern? Natürlich in der Natur sein. Und mit dem Überlegen, was mache ich denn selber gern? Da merke ich meine eigenen Stärken und meine eigenen Fähigkeiten. Wo bin ich gut? Und das stimmt, ich habe auch früher die Möglichkeit gehabt, in einer Rehab-Gruppe eine Vertretung machen zu dürfen. Und war sehr schön, weil ich auch ganz viel mitgenommen habe aus der Gruppe. Und die auch das gewöhnt waren. Die haben alle eine Diagnose. Alle leben so in ihren Defiziten drin. Sie kriegen auch immer wieder in unserem Krankheitssystem, wird immer wieder auf den Problemen gearbeitet. Und jetzt bin ich da gewesen in den Gruppen und habe mal gesagt, welche Stärken habt ihr? Da haben sie mich alle ratlos einmal zuerst angeschaut. Und das war genau das, wie du gesagt hast. Ja, die Schwächen können sie alle gleich aufzählen. Und dann haben wir mal eine Übung gemacht und ich finde die eigentlich recht hilfreich, dass man mal den anderen fragt, was magst du eigentlich an mir? Wo siehst du meine Stärken? Und da mal aufhocht, was kann ich gut? Wir sind es gewohnt, oder wir sind es nicht gewohnt, dass man Lob und Anerkennung kriegt. Und wenn wir Lob und Anerkennung kriegen, dann wertet man das selber relativ schnell ab und hören gar nicht dabei, was der andere gesprochen hat. Weil wir in dem schon sagen, ich nehme ein klassisches Beispiel, was bei Frauen ganz oft passiert, fällt mir jetzt gerade so ein, wenn jemand sagt, man hast du ein fesches Kleid, dann wird sofort schnell gesagt, ach, habe ich ja nur dort oder dort gekauft oder das habe ich schon 100 Jahre in meinem Schrank. Und damit wird eigentlich das Lob schon wieder abgewertet. Und so geht es aber auch mit persönlichen Dingen. Dass jemand sagt, ja, das ist ja selbstverständlich. Und gar nicht erkennt, dass das eine Stärke sein kann. Dass jemand, zum Beispiel Stärke ist eine Lernbereitschaft, offen sein für neue Dinge, neugierig sein, interessiert, eine Gruppe teilzunehmen, wie ich es in der Rehab jetzt erleben durfte, da im Frühjahr. Und die einfach viele interessiert, wann wir zugehocht haben. Und wie ich dann gesagt habe, das ist auch schon eine Stärke, Interesse zu gründen für Neues. Und dann werden die Leute wieder offener, dass sie sagen, es müssen nicht die großartigen Dinge sein. Und wie der Professor Rucher spricht, dass er sagt, ich muss nicht alle Stärken haben, aber 3 bis 5 Stärken hat jeder irgendwo in sich und sind Naturstärken, die er wirklich gern macht. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann merke ich ja, was ich gern mache. Und dann kann ich die auch fördern, dann kann ich die auch einsetzen. Weil wenn ich irgendwo etwas tun muss, was so überhaupt nicht meinen Stärken entspricht, wenn ich ein Mensch bin, der gern Gewohnheit hat, immer gleich Rituale hat, und ich muss aber ständig in einem Job arbeiten, der ständig was Neues von mir erwartet und ständig schnelles Umdenken, da werde ich nicht zufrieden sein. Und ich denke, deshalb ist es auch ganz wichtig zu wissen, was ist für mich gut, was kann ich gut? Kann ich mich schnell auf neue Dinge einstellen oder brauche ich eben Rituale? Es gibt Mitarbeiter am Fließband, die sind glücklicher, zufrieden am Fließband, obwohl das da monoton ist, aber der braucht sein Ritual vielleicht und für den ist es auch okay. Und der andere braucht halt sehr viel Abwechslung und sehr viel Eigeninitiative. Ich denke, wir urteilen viel zu schnell. Und vergessen dabei, dass jemand vielleicht genau da seine Stärken einsetzen kann. Bevor wir dann noch näher eingehen, so in dieses ganz interessante Thema oder in diesen Komplex von einem Haufen Themen eigentlich noch, was würde denn an dieser Stelle gut passen als ein Lied? I Have a Dream von ABBA. Einfach, dass man eigentlich Ziele haben muss und einen Traum, Visionen, die einem persönlich wichtig sind. Und wo es wert ist, dass man sich da einsetzt, erkämpft dafür, auch wenn viel Dunkelheit um einen herum ist. Und man aber trotzdem vertrauen soll, dass der richtige Zeitpunkt kommen wird. Und dass man Dinge annehmen soll
und dass irgendwo etwas Gutes auch für einen drinnen ist, wenn etwas einmal nicht gelingt, wenn man versagt hat. Denke ich, das ist ein Hive Dream, das brauchen wir doch alle. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad, 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen in Tirol. Sie können die Musik auch nachhören unter YouTube, iTunes oder CBA-Datenbank. Und Sie können auch überall auf der Welt die Sendung live anhören unter Internetstream. Am besten, Sie gehen entweder auf die Freirad-Homepage www.freirad.at oder auf die Homepage zur Sendung www.sinn-los.at. Da werden Sie dann auch nähere Informationen zum heutigen Studiogast finden. Elke Mitterer, Krisenmanagerin. Vor der letzten Musik ganz viel ist gegangen um Stärken. Elke hat erzählt, dass sie auf einen Stärken- oder positive Psychologie-Kongress war, wo alle Größen vertreten waren. Und da hat sich dieses Thema dann richtig angeboten, ja, dass wir alle ganz stark fokussiert sind, auf unsere negativen Bereiche zu schauen. Das können wir irgendwie ganz gut. Und kaum geht es dann um Stärken, vielleicht auch von anderen. So, du bist doch das. So in ganz einem positiven Kontextbereich, da wird es uns dann peinlich. Dann wissen wir irgendwie nicht, was sagen, da werden wir rot, da versagt uns die Sprache. Wieso ist denn das nochmal so? Warum sind wir es nicht gewohnt, Positivbotschaften anzunehmen und eher so sozialisiert, dass man was Negatives, ja, vielleicht regen wir uns auf, aber wenn das entsprechende Gegenüber da ist, dann regen wir uns gar nicht auf, sondern dann nehmen wir es einfach als gegeben hin und der wird hundertprozentig recht haben und da muss ich mich verändern. Ich denke, das hat ganz viel auch mit so Mythen und mit so Aussagen zu tun, die wir oft gehört haben. Nimm dich nicht so wichtig als Kind. Stell dich nicht vorne dran. Selbstlob stinkt. Ich denke, das sind so Sätze, die uns schon oft lang begleiten und dann uns manchmal ein Hemmschuh sind. Weil wir sollen immer uns zurücknehmen. Ich meine, zurücknehmen, rücksichtsvoll, umsichtig sein, ist eine Stärke. Aber ich darf auch mal auf mich selber stolz sein, wenn ich eine gute Arbeit gemacht habe, wenn mir etwas geglückt ist und wenn ich halt etwas kann, wenn ich eine Fähigkeit habe, die vielleicht nicht selbstverständlich ist, weil ich was gelernt habe. Warum darf ich da drauf nicht einmal sagen, hey, ja, das habe ich jetzt gut hinbracht. Auch im Job, wenn ich eine gute Präsentation gut gemacht habe oder ja, gerade, ich fällt mir jetzt gerade so ein, leichter tun sich oft die Handwerker. Okay. Im Job. Habe ich jetzt gerade auch erlebt, gerade in der Arbeitswelt. Wenn ich oft frage, sind da Rückmeldungen wichtig? Gibt es so eine Frage bei der Evaluierung psychischer Belastungen? Haben Sie oder von wem erwarten Sie Rückmeldungen über die Qualität der Arbeit? Handwerker, handwerkliche Berufe erwarten sich da weniger. Ist aber nachvollziehbar. Die sehen, dass sie was können, was sie hergestellt haben. Die sehen das Werkstück von ihnen. Ein Tischler, ein Schlosser, der sieht, was er gemacht hat. Schwieriger tun sich dann Leute im Büro oder jemand, der Präsentationen, Projekte macht. Die tun sich schwerer, weil Präsentation, das ist Bewertung von außen. Das tue ich mir schwer, selber zu beurteilen darüber. Aber ich denke, das ist gerade da dann wichtig, auch, dass man Rückmeldung kriegt und dass man die konstruktiv annimmt. Wir nehmen ja Rückmeldung oft auch sehr negativ. Also wenn jemand etwas sagt, dann wird es eher immer so kritisiert bei uns, so ein Touch von Abwertung. Vielleicht ist auch Feedback zu sehen, weil wem gebe ich eine Rückmeldung? Jemand, der mir wichtig ist im Großen und Ganzen, oder? Und sage ich mal, die, was wirklich nicht ehrlich machen und wirklich nur einen runterziehen wollen, die lasse ich jetzt mal aus, aber die erkenne ich dann auch und das weiß man dann auch. Aber im Normalfall, wenn ich eine gute Beziehung zu jemand habe und er gibt mir eine Rückmeldung, kann ich doch darauf vertrauen, dass der es ehrlich mit mir meint und der mich ein Stück weit weiterbringen will. Und ich denke, wenn ich halt mal den Betrachtungsweise habe, dass jemand mir eine Rückmeldung gibt, weil er mich weiterbringen will, dann tue ich mir ein Stück weit leichter. Und dann kann ich eher was annehmen und einmal ich trainiere auch viele Leute in Feedback, richtiges Feedback geben, sei es Führungskräfte oder sei es Teammitglieder, dass man einfach da mal lernt, einfach das neutral zuzuhören. Was wird gesagt? Was wird wirklich über das Verhalten gesagt? Und was auch viel gemacht wird, weil du gefragt hast, warum kann man das nicht annehmen, ist, weil wenn eine Rückmeldung gemacht wird, meistens so eine personenbezogene Rückmeldung gemacht werden und weniger auf konkretes verhaltenstechnische Rückmeldung. Hast wirklich das konkrete Verhalten, da ist der und der Fehler unterlaufen, beziehungsweise da ist es nicht optimal gelaufen.
ich denke, das ist wichtig, dass man, wenn man Rückmeldung gibt, ganz konkret bleibt und dann der andere auch lernt, okay, das hoch immer an und dann sucht man gemeinsam eine Lösung, wie kann es in Zukunft besser werden. Sei es in der Familie, sei es im Privat oder sei es immer im Job. Das heißt also, ich muss mich zurücknehmen, ich muss es einmal aushalten können, einmal anhören können, oder? Mhm. Das höre ich so raus. Dann so dieser Unterschied zwischen Person und situativ bzw. Verhalten. Was wäre noch wichtig, wenn jetzt so der eine der andere da mitgehört hat und sagt, okay, gut, das möchte ich jetzt gleich umsetzen, zum Beispiel in ein Gespräch mit der Partnerin oder mit dem Partner? Besser ist das Beispiel vielleicht bei Kindern, tagtäglich, okay. Oder? Aha, ja, okay. Nehme ich eigentlich ganz gern her, dass einfach ganz konkret etwas rückgemeldet wird, dass man einem Kind das Gefühl gibt, er vielleicht in den Arm nimmt und sagt, mit dem kann ich jetzt nicht klarkommen, mit dem Verhalten, weil vielleicht der Tisch nicht abgeräumt worden ist. Dass ich ganz konkret auch sage, okay, das stört mich und ich möchte aber wirklich, dass das verbessert wird. Mhm. Und dass dieses Verhalten für mich mir nicht in Ordnung ist und mir ist wichtig, dass der Tisch abgeräumt wird. Aber trotzdem mag ich dich gern und das Gefühl auch vermitteln mit der Körpersprache auch, dass das für mich okay ist. Elke, wir haben jetzt eigentlich weit ausgeholt. Ganz interessant, wir sind gewesen zuerst so bei deiner eigenen Person, deine eigene Entwicklung, sage ich mal, zu der Person, die du jetzt heute da bist. Es ist dann ganz viel gegangen um Stärken. Der positive Psychologie-Kongress ist so mit Thema geworden. Und jetzt zum Schluss so Rückmeldung zu geben. Das Thema ist ja Zufriedenheit. Ist es, sagst du, okay, gut, das sind so quasi diese drei Komponenten, aus dem Zufriedenheit entsteht, oder was wäre denn da vielleicht noch wichtig, jetzt so gerade abschließend, so ganz lang haben wir ja gar nicht mehr. Zufriedenheit ist für mich einfach auch ganz wichtig, dass ich selber eben meine eigenen Stärken kenne, meine eigene Wertvorstellung kenne, meine eigenen Bedürfnisse erkenne. Und du kennst es sicher auch von deinen Patienten und ich erlebe es auch immer wieder, dass wir oder unsere Leute, die zu uns kommen und Hilfe suchen, eben sehr fremdgesteuert sind. Sich leiten lassen von den Wertvorstellungen von anderen. Die anderen wissen so, was gut ist. Die Mama, der Papa, die Großeltern, die Tante und dann der Chef und dann, was nicht, die Partnerin. Alle haben so ihre Wertvorstellungen und wir hochen auch ganz viel mit dem Appell hin, was soll man tun, was ist richtig, was ist falsch und vergessen dabei, dass wir auch selber Überlegungen haben, was ist für mich gut, was verstehe ich überhaupt unter den Begriff Liebe. Ich habe heute mal mit jemandem geredet über das Liebe, was ist Liebe. Aber wann fühle ich mich geliebt? Nicht nur, was gibt mir jemand an Liebe, sondern wann fühle ich mich selber geliebt und was brauche ich dafür? Da muss ich mich selber erkennen und muss nach meinen Wertvorstellungen erleben und Bedürfnisse erleben. Also ich nehme jetzt gerade den Begriff Liebe her. Für viele Leute ist einfach fühlen sich dann geliebt, wenn viel gemeinsame Zeit miteinander verbracht wird. Für anderen ist es aber wieder die Hilfsbereitschaft untereinander. Also es geht da ziemlich auseinander. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass ich halt für mich selber weiß, was brauche ich, um eben zufrieden zu sein, um glücklich zu sein. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie die letzte Sendung angehört haben, letzte Sendung war mit Elfe Hofer, da ist um den Kongress gegangen, oder besser gesagt das Herbstsymposium, das morgen und übermorgen in Hall stattfindet. Herbstsymposium von der Gesellschaft für Existenzanalyse und Logotherapie, da wo es eigentlich auch ganz stark um die heutige Zeit einfach auch geht. Und da haben wir das letzte Mal so ganz viel auch um diese Werte im Hintergrund diskutiert. Ja, diese, so ein Thema war zum Beispiel dann auch, wird uns heutzutage nicht einfach vieles vorgegeben, oder? So, wenn wir uns anschauen, so die, sei es die neuen Medien, sei es anschauen, so unsere Konsumgesellschaft, oder? Es wird uns schlichtweg vorgegeben, was jeder Einzelne haben sollte, was er haben muss, damit er dann glücklich sein wird, oder? Und ist es dieses Telefon, dann ist es halt so lange gut, wie sie das Telefon gekauft haben und sobald sie es haben, ist dann wieder alt und dann brauchen sie ein neues, um wieder diese Werte in ihrem Leben einfach zu verwirklichen, ja? So wird es leider oft vorgegeben, gell? Und wie du es jetzt sagst, da geht es eigentlich um ganz was anderes. Da geht es eigentlich um das Innehalten, um einmal Zeitraum für sich selber zu geben, hinzuspüren, was ist denn für mich? Wo kann ich schlussendlich zustimmen? Wo ist so in meiner individuellen Stimmigkeit das, was ich mache?
Wo kann ich Ja sagen dazu? Genau. Und wo finde ich mich? Und was tut mir gut? Was brauche ich für mein Wohlbefinden? Das geht oft so verloren. Wir konzentrieren uns oft, was brauchen alle anderen? Ich meine, das ist schon klar, dass halt eine Mutter, sage ich einmal, oder ein Familienvater sehr viel Rücksicht nimmt auf die Kinder und sich nach den Bedürfnissen nach denen ausstreckt. Aber ich erlebe es oft, dass dann Mütter oder Väter zu mir in die Praxis kommen und dann sagen, ja, ich darf doch gar nicht mehr einmal Zeit für mich beanspruchen. Und das denke ich, wenn man das lang genug macht, macht es auch krank. Wenn ich dann nicht einmal mehr Zeit für mich selber, für einen Sport, und wenn es nur eine Stunde mal ist in der Woche oder mal eine halbe Stunde, wenn ich heimkomme, eine Viertelstunde reicht schon einmal, dass ich mal den Switch von der Arbeit, von der Rolle aus der Arbeitswelt in die Familienrolle schaffe, dass ich einfach sage, jetzt gehe ich mal duschen und mal eine Viertelstunde Zeit für mich. Und die Zeit ist da. Und das bringt aber recht viel. Und sich selber zu spüren und einmal wissen, ich habe auch das Recht, meine Bedürfnisse leben zu können. Weil wenn ich dann selbst achtend mit mir umgehe, kann ich auch achtsam mit anderen umgehen. Wenn ich merke, dass mir es nicht gut geht, werde ich auch spüren, dass es anderen vielleicht auch nicht gut geht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich habe es wieder als eine sehr bereichernde Sendung empfunden. Vielen Dank, dass du heute da warst, Elke. Danke auch. Wie immer ist einiges offen geblieben. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber weiterreden. Gell? Aber ich finde, das ist ja das Schöne, oder? Dass wir können nicht alles für sie aufbereiten. Ich glaube, jetzt geht es einfach um sie, darüber weiterzudenken, oder? Diese Spuren, was vielleicht da jetzt ein bisschen gelegt worden sein, Richtung diesen Themen, vielleicht aufzugreifen mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin, mit ihren Freunden und darüber weiter zu diskutieren und nicht nur zu diskutieren, sondern vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen hinzuschauen, hinzuspüren, wie ist denn für mich, wie lebe ich es, was bleibt offen, was ist gut so, wie es ist, wo sind auch so meine Stärken, ganz, ganz wichtig. Elke, wäre dir noch abschließend was wichtig, wo du sagst, okay, diesen Satz oder diese Frage würdest du gerne den heutigen Hörer, Hörerinnen mit auf den Weg geben? Also ich denke, das Leben kann schön sein, wenn ich mich auf die schönen Dinge einmal besinne und einmal dort den Fokus hinlege. Und da passt für mich eigentlich auch so, was sind, ob wir noch Zeit haben für ein Lied. Doch, das haben wir noch, schönen Platz. Loben und preisen zum Beispiel, die Dankbarkeit, dass ich auch dankbar bin für die Dinge, die ich habe und mich umgeben, dass alles nicht selbstverständlich ist. Von wem ist das, wenn der eine oder die andere das nachhören möchte? Ich glaube, das ist vom Söllner. Okay, ja schön. Wenn ich richtig bin. Ich denke, das ist einfach auch wichtig, dass ich einen Tag vielleicht auch abschließe. Was war schön an dem Tag? Ja, meine Damen und Herren, schalten Sie wieder ein. Die nächste Sendung wird sein 6. November. Da wird es dann in Rückblick auf diesen Kongress, der morgen übermorgen stattfindet. Der Kongress heißt ja Mir reicht's, der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Ich werde schauen, dass ich da einige Interviews mache mit ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen, aber auch ein paar Vortragenden. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir wünschen Ihnen auf alle Fälle einen sinnvollen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke.